Hallo zusammen, heute schauen wir uns eine Klausuraufgabe aus dem Jahr 2014 an, in der es um Redoxpotenzial geht. Wir haben eine Wasserstoffelektrode und eine Chlorelektrode in Salzsäure und die Wasserstoffelektrode wird mit Wasserstoffgas umspült und die Chlorelektrode mit Chlorgas. In Aufgabe A und B sollen wir jetzt das jeweilige Redoxpotenzial für die Wasserstoffelektrode und für die Chlorelektrode ermitteln. Für beide Aufgaben benötigen wir die Nernst-Gleichung, die hier eingeblendet ist. Mit der berechnen wir das Redoxpotenzial. Die ist also gleich. Das Standardpotenzial für die Wasserstoffelektrode beträgt die 0 Volt. Dann plus die Gaskonstante mal die absolute Temperatur. 25 Grad Celsius rechnet sich also um in 298,15 Kelvin. Wir teilen das durch den Nernst-Faktor, den wir noch bestimmen müssen, mal die Faraday-Konstante. Und dann nehmen wir das mal den Logarithmus der oxidierten Spezies durch die reduzierten Spezies. Um den Nernst-Faktor zu bestimmen, benötigen wir die Durchtrittsreaktion. Die seht ihr hier einmal für die Wasserstoffelektrode. Wir sehen, bei der Reaktion werden zwei Elektronen ausgetauscht, weshalb der Nernst-Faktor also 2 ist. Jetzt können wir alle unsere Werte in die Gleichung einsetzen. Wir fangen also an bei dem Standardpotenzial E, das ist 0 Volt. Wir addieren das mit der Gaskonstante mal der absoluten Temperatur, teilen das durch den Nernst-Faktor, den wir vorhin bestimmt haben, mal die Faraday-Konstante. Und jetzt muss man hier aufpassen, wir multiplizieren das jetzt mit dem Logarithmus der oxidierten Spezies durch die reduzierten Spezies. Abhängig von dem Aggregatzustand der Stoffe muss man die unterschiedlich angeben. Für feste und flüssige Stoffe haben wir den Molenbruch, für gasförmige Stoffe den Partialdruck in bar und für gelöste Stoffe die Molarität. Für unsere Wasserstoffelektrode haben wir das in der Aufgabenstellung schon angegeben. Wir haben für H+ 0,01 Mol pro Liter und für H2 1 bar. Das setzen wir also jetzt in die Gleichung ein. Und weil wir in der Reaktionsgleichung 2H+ haben, müssen wir die 0,01 noch zum Quadrat nehmen. Und wenn man das jetzt alles berechnet, dann kommen wir auf ungefähr minus 0,12 Volt. Und dann kann man zum Schluss noch die Einheiten abgleichen, um zu sehen, dass man alles richtig berechnet hat. Wir haben also Volt plus Joule durch Mol mal Kelvin durch Ampere-Sekunden durch Mol. Zähler des Bruchs kühlt sich Kelvin nun weg, sodass wir Volt plus Joule durch Mol durch Ampere-Sekunden durch Mol haben. Wenn wir das anders aufschreiben, sieht man besser, dass sich Mol jetzt auch rauskürzt, sodass wir Volt plus Joule durch Ampere-Sekunden haben. Das können wir auch aufschreiben in Volt plus Joule durch Coulomb und das entspricht einfach Volt. Das heißt, wir haben unsere Aufgabe A korrekt gelöst. Nun kommen wir zu Aufgabenteil B. Aufgabenteil B lautet wie folgt: Ermitteln Sie das Redoxpotenzial der Chlorelektrode. Wir haben wieder wie in Aufgabe A die Temperatur gegeben, 25 Grad Celsius. Dies entspricht 298,15 Kelvin. Außerdem haben wir den Partialdruck von Chlor gegeben, der entspricht 1 bar, und die Konzentration der Chlorionen, diese entspricht 0,01 Mol pro Liter. Man braucht wieder die Nernst-Gleichung, um die Aufgabe zu lösen. Diese sehen Sie hier. Dabei ist R die Gaskonstante, T die absolute Temperatur, ν e ist der Nernst-Faktor, den wir noch bestimmen müssen, F ist die Faraday-Konstante und E0 ist das Standardpotenzial, das ist für Chlor 1,36 Volt. Die Chlorelektrode ist in dieser Reaktion die Kathode. Das heißt, die Durchtrittsreaktion kann wie folgt als Reduktion formuliert werden. Das Chlorgas gibt zwei Elektronen ab und es entstehen zwei Chlorionen. Nun kann man in die Nernst-Gleichung einsetzen. Unser Redoxpotenzial, was wir bestimmen wollen, das entspricht dem Standardpotenzial in 1,36 Volt. Das addieren wir mit der Gaskonstante.
Die rechnen wir mal die Temperatur, den 298,15 Kelvin. Das Ganze teilen wir durch den Nernst-Faktor. Dieser ist die Anzahl der ausgetauschten Elektronen, also in dem Fall 2, und multiplizieren das Ganze mit der Faraday-Konstante. 96.485 Ampersekunde pro Mol. Nun müssen Sie aufpassen. Das Ganze wird noch mit dem natürlichen Logarithmus multipliziert. Und dabei wird zuerst, wenn alle oxidierten Spezies, danach alle reduzierten Spezies eingetragen. Dabei gilt für feste und flüssige Stoffe, diese werden im Molenbruch eingetragen, gasförmige Stoffe im Partialdruck in bar und gelöste Stoffe in der Molarität. Für unsere oxidierte Form haben wir das Chlorgas. Das ist in bar gegeben, also können wir einfach ein bar eintragen. Nun müssen wir die Chlorionen eintragen. Die werden in der Molarität eingetragen. Das sind dann, wie oben angegeben, 0,01 Mol pro Liter. Wichtig dabei ist, wir haben 2 Stück davon, also müssen wir das Ganze noch zum Quadrat nehmen. Wenn man nun das Ganze in den Taschenrechner eintippt, kommt man auf ungefähr 1,48 Volt. Nun kann man noch die Einheiten vergleichen, um zu schauen, ob man alles richtig gemacht hat. Dafür kann man Mol mit Mol kürzen, Kelvin mit Kelvin und übrig bleibt dann Joule pro Ampersekunde. Das Ganze entspricht Joule pro Coulomb. Das Ganze entspricht Volt. Das heißt, die Einheiten sind richtig. Und Sie haben Ihr Redoxpotential für die Chlorelektrode richtig bestimmt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.